Startschuss für das Abendsportfest des OSC Berlin. Der Wettkampf vereint wie so oft verschiedenste Athletinnen und Athleten. Groß und klein, jung und alt, hier kommen alle zusammen, um sich gemeinsam zu Bestleistungen zu pushen. Es ist eine tolle Atmosphäre einfach. Die Leute sind sehr freundlich, alle, die hier arbeiten, machen einfach das zu einem tollen Erlebnis. Und es ist eine sehr schöne Bahn, schön auch im Abendlicht und ja, es ist einfach eine schöne Stimmung, da läuft man immer gerne mit. Mittendrin drei junge Sportlerinnen des OSC. Stella Klaassen, Ariana Pucciarelli und Viktoria Sander absolvieren heute das volle Programm des Abendsportfestes. Über Weitsprung und Hürdenlauf geht es anschließend zum Sprint und Hochsprung. Ganz schön viel. Klar, dass da dann auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf. Ich mag solche Wettkämpfe, die nicht so richtig für die Leistung kommen, also wo man sich einfach nur austoben kann, weil manchmal hat man ja auch nicht so gute Tage und dann sind solche Wettkämpfe einfach nur gut. Und ich liebe dieses Gefühl am Ende, wenn man alles geschafft hat und dann einfach nur glücklich nach Hause geht. Glücklich kann man auch sein. Immer wieder motiviert man sich gegenseitig, noch eine Schippe draufzulegen. Und das mit Erfolg. Ich fand, es lief ziemlich gut für mich. Ich war auch ziemlich zufrieden mit meinen Leistungen, da ich ziemlich viele neue persönliche Bestleistungen aufgestellt habe. Und ich bin ziemlich glücklich damit. Beste Erinnerung an den Dominikus-Sportplatz hat auch Tess Losaka. Früher hat sie beim OSC angefangen, heute startet sie für den LAC über die 400 Meter. So schön jetzt nach 10 Jahren auf dem gleichen Sportplatz nochmal zu laufen. Und zwar, damals war ich noch 800 Meter Läuferin, jetzt laufe ich nur noch die Hälfte. Aber das ist total schön, so auf dem gleichen Sportplatz nochmal zu sein. Viele Sportlerinnen und Sportler aus Berlin und Brandenburg kommen nach Schöneberg, um den Wettkampf zu nutzen und sich auf den weiteren Saisonverlauf vorzubereiten. Manche nehmen weite Wege auf sich und manchmal ist die Anreise etwas stressig. Wie für die 4x100 Meter Staffel aus Nauen. Nicht einmal Verspätungen in anderen Wettkämpfen und ungeplante Umwege können die Mädels davon abhalten, am Abendsportfest teilzunehmen. Wir schon am Lachen im Auto, aber auch gleichzeitig fast am Weinen. Die Spikes haben wir dann gleich schon geschnappt und Startnummern schon festgemacht. Naja, dann kamen wir letztendlich doch noch gerade so rechtzeitig hier an. Aber es war auf jeden Fall schon eine sehr sportliche Aktion, würde man sagen. Auch wenn man auf der Bahn gegeneinander läuft, ist der Wettkampf ein großes Miteinander. Ob innerhalb des Teams, unter den Sportlerinnen und Sportlern oder von außen. Das gibt Motivation. Während des Laufens ist es schön immer, wenn man dann, sag ich mal, merkt, nach der Übergabe direkt dann auch den Support von hinten zu bekommen, dass einem dann die Kameraden noch, sag ich mal, von hinten Feuer geben und dann natürlich aber auch von den Seiten die Verwandten und Freunde, die einen dann noch weiter unterstützen. In lockerer Atmosphäre geht der abendliche Wettkampf zu Ende. Und egal, ob nun Bestleistung erbracht wurde oder nicht, gemeinsam hat man einen sportlichen Abend verbracht.